Vor über 1000 Jahren errichtete das Volk der Khmer im Dschungel des heutigen Kambodscha die größten Tempel, die jemals von Menschenhand erschaffen wurden. Von hier aus regierten sie über 600 Jahre lang ein sagenumwobenes Königreich. Viele Jahrhunderte lang lag Angkor unter dem dichten Geäst des Dschungels verborgen, ehe es Mitte des 19. Jahrhunderts von französischen Forschungsreisenden entdeckt wurde. Ihre spektakulären Erzählungen und Zeichnungen waren eine Sensation in der westlichen Welt. Die Realität übertrifft selbst den schönsten Traum, schwärmte 1866 der Expeditionszeichner Louis Delaporte. Der Besuch von Angkor stellt den kulturellen Höhepunkt meiner Reise durch Südostasien dar. Die Größe der Tempelanlage ist schlichtweg beeindruckend. Auf einer Fläche größer als Berlin haben Archäologen inzwischen mehr als 1000 Tempel und Heiligtümer entdeckt, die zu einer Stadt gehörten, in der zur Blütezeit im 12. Jahrhundert rund 1 Million Menschen lebten. Viel mehr als in jeder anderen europäischen Stadt zu jener Zeit. In den letzten Jahren ist die Zahl der Besucher sprunghaft gestiegen. Tag für Tag fallen wahre Schwärme, zumeist asiatischer Touristen, in Großraumbussen ein, um im Schnelldurchlauf durch die Tempel gehetzt zu werden. An den beliebtesten Fotospots kann es zu bestimmten Zeiten so voll werden, dass man kaum noch die Ruinen sieht. So, ich bin jetzt hier am berühmtesten Fotospot von Angkor Wat, am westlichen Eingang. Und obwohl ich mich hier schon vor Sonnenaufgang eingefunden habe, bin ich nicht der Einzige hier. Es sind echt ein paar Leute schon da. Wahnsinn. Auch wenn man es bei diesen Bildern kaum glauben mag, so ist es doch noch immer möglich, die ursprüngliche Faszination und die mystische Atmosphäre Angkors zu erleben. Es kommt nur darauf an, geschickt die Massen zu meiden. Da nahezu alle Touristenschwärme nach derselben Zeit- und Routenplanung durch die Tempel geschleust werden, lässt sich der Besuch relativ leicht um das Gedränge herum planen. Dabei erweist es sich einmal mehr als riesiger Vorteil, mit dem eigenen Motorrad unterwegs zu sein. Neben den asphaltierten Hauptwegen wird das riesige Areal auch von unzähligen Dschungelpfaden durchzogen. Ich nutze diese Schleichwege, um völlig ungestört von einem Tempel zum nächsten zu fahren. Begleitet vom Lärm des Dschungels kann man sich in den Ruinen von Angkor tatsächlich noch wie ein Entdecker fühlen, der eine längst vergessene Welt betritt. Wow, das ist wirklich so unglaublich hier. Die Tempelanlage von Taprom, das ist nur wenige Kilometer von dem Tempel von Angkor Wat entfernt, die gehört für mich eindeutig zu den spektakulärsten Sehenswürdigkeiten, die es überhaupt gibt, die ich kenne. Und wenn man hier morgens unterwegs ist, bevor die Touristenmassen kommen und die ganze Anlage noch komplett für sich alleine hat, dann fühlt man sich wirklich wie Indiana Jones oder Lara Croft, die auf der Suche nach einem verborgenen Schatz sind. Das ist einfach nur abgefahren. Kommt einem fast vor wie eine Filmkulisse.